So, dann begeben wir uns mal zu der Quest in der Mitte und schauen, wer da etwas von uns will. Ah, da vorne ist ein Fass, sehe ich. Da versuche ich mal über den See. Ja, ich brauche gar nicht rüberspringen, da hier eine Brücke ist. Falsch. So. Halt, bevor. Doch, eigentlich können wir es schon machen. Und uns mal anschauen, wer da was von uns will. Ach, hier ist noch eine Münze. Wo man die nicht überall findet, da ist noch eine Münze. Na, heute haben wir es aber echt mit den Münzen. Überall sind sie. Aber wie komme ich da hoch? Wie komme ich an diese Münze? Hier sind zwei Kisten, die sehen so aus, als hätten sie was damit zu tun. Wenn man denn auf diese Kisten raufkommen würde. So. Und irgendwo hier oben soll auch eine Quest sein? Oder vielleicht unten? Wohl eher unten. Ach, das ist mein eigenes Haus, wo ich hin soll. Zum Schlafen wahrscheinlich. Richtig. Gut erholt. Ein Brief, ein mysteriöser Brief, der unter der Tür durchgeschoben wird. Was kann das sein? Mission: Baue Konohagakure wieder auf. Wir haben alle sehr hart daran gearbeitet, dass unsere Stadt nach Orochimarus Angriff wieder gut aussieht. Wir haben aber immer noch nicht genug Arbeiter, um die Reparaturen zu beenden. Daher habe ich alle gehenden Ninjas mit unterschiedlichen Aufgaben betraut. Deine Aufgabe findest du unten. Der Hokage der fünften Generation, Naruto, arbeitet mit Shikamaru zusammen. Er ist nun ein Shunin, also mach den Mund zu. Triff dich mit Shikamaru wegen deines Auftrags. Dann schauen wir doch mal, was der gute Shikamaru uns für einen Auftrag gibt. Denn ich kann mir vorstellen, dass der es sich jetzt nicht nehmen lässt, uns hier mit allem möglichen Scheiß zu beauftragen. Oh, da steht eine Schubkarre im Weg. Okay, dann gucken wir mal, wo ist er denn? Ja, sieht aus. Na, schon zu weit, hier ist er. めんどくせえ。この作業手伝わなきゃなんねんだけどよ。一人じゃ無理でよ。修理の設計図届けなきゃなんねんだけど、手分けした方が早い。手伝ってくんねえか？当たり前じゃねえか！Der hat doch gerade seine Lippen gar nicht bewegt. Ich hab gerade erst gedacht, der würde denken. Okay, liefere den Arbeitern den Plan zur Reparatur aus. Gut, oh, und das ist ein zeitbegrenztes Quest, wie man sieht. Also, da kommen wir gar nicht hoch. Eile ist geboten. Ah, wo ist denn der gute Mann? Irgendwo hier soll er sein. Ist er das? Er soll hier oben sein. Da ist er. Das war nur ein. Ach du Kacke, die Zeit regeneriert sich ja nicht mal. Ich habe gehofft, nach jedem Mal, wenn ich eine Aufgabe beendet habe, dann würde ich einen kleinen, na komm runter da, klein wenig Zeit dazu gewinnen. Dem ist leider nicht so. In solchen Quests bin ich eigentlich nie sonderlich gut. Ich sehe aber schon, da oben ist er. Okay, ab zum nächsten. Och nein, das hätte doch so schön geklappt. Oder war Sakura? Die habe ich auch noch gar nicht hier gesehen, so auf der Straße. Hoch da. Da ist er, ich sehe ihn. Hä? Was ist das denn? Hä? Was war das denn gerade für ein komischer Bug? Okay, das war der und jetzt habe ich noch 40 Sekunden für den letzten. Renn, Naruto, wir haben es eilig. Der letzte ist garantiert irgendwo hier. Nee, ist er nicht. Da oben wird er wohl sein. Da hinten steht er, ich sehe ihn. Da ist er. Arigato. Gut, das waren alle. Sehr schön, sehr schön.
Und da ist die Zeit vergangen und es ist Nachmittag. Okay, Missionsaktualisierung. Versorge die Arbeiter mit Nachschub. Gut, das ist die Aufgabe von Shoji. Muss ich ja wohl. Okay. Nun müssen wir ein paar Gegenstände finden. Halt. Wenn man da vorne anfängt, dann wird hier doch bestimmt auch irgendwo in der Nähe der erste Gegenstand sein, oder? Anscheinend nicht. Und ich habe gehofft, das wäre eine in sich schlüssige Logik. Aber dem ist wohl nicht so. Okay, hier irgendwo, da ist es. Da ist das. Führung Shoji. Shoji, folgendes Jutsu durch. Okay. Okay, so kann man auch Kleinholz machen, ja. Okay, suchen wir die nächste Kiste. Ich glaube, hier am Wasser lang zu laufen, ist keine so gute Idee. Hier wird wahrscheinlich nicht so viel sein. Da wollte ich nicht hin. Aber hier vorne ist das Tor, da könnten welche sein. Anscheinend auch nicht. Nein, ein Fass. Immerhin etwas. Hier ist noch ein Fass. Mensch, wie viele gibt's denn davon? Okay. Da ist noch eins. Ist zwar nicht so ganz das, was ich suche, aber hier in der Nähe muss irgendwo eine der Kisten sein, die ich suche, denn das Radar wird kleiner. Nee, hier nicht. Aber irgendwo hier in diesem Radius muss einer sein. Aha. Hier ist noch eine Münze. Hier bin ich anscheinend schon zu weit. Hier ist es. Da haben wir's. Oh nee, das war, oder war das Richtige? Ja, das war das Richtige. Ich bin ja so einer, der sich gerne mal vertut mit den Jutsus. Vor allem mit Naruto, anstatt die Brücke zu bauen mit seinen Schattendoppelgängern, baue ich dann gerne mal. Oder setze ich aus Versehen dann gerne mal das sexy Jutsu ein. Noch ein Fass. So, wo sind die letzten zwei Kisten, die wir brauchen? Noch ein Fass. Na Mensch. Irgendwann müssten hier doch alle gefunden sein. Okay. Ich weiß leider absolut nicht, wo die sind. Daher muss ich auch hier wieder das komplette Dorf ablaufen. Was natürlich immer ein klein wenig Zeit kostet. Und auch wieder meiner Meinung nach nur gemacht wurde, um das Spiel ein wenig in die Länge zu ziehen. Aber mein Gott, wann hat man schon die Gelegenheit, mit den Helden aus Naruto durch Konoha zu rennen und sich die Gegend anzuschauen, mit diesen berühmten Charakteren zu reden, sich zu unterhalten, Informationen zu hören, etwas über sie zu erfahren und so weiter. Diese Chance hat man ja auch nicht so häufig und daher finde ich das auch nicht so schlimm. Okay, hier ist nichts, da bin ich glaube ich gerade hergekommen. Dann gucken wir mal hier. War doch gerade irgendwo eine Treppe, oder? Nee. Hier ist Shojis Zuhause. Das gibt's doch nicht. Irgendwo muss hier doch noch sowas sein. Oder müssen doch noch zwei Kisten sein. Das war nicht gut. Das war kein guter Versuch, über die Brücken zu kommen. Sollte man wohl doch lieber über den Fluss zu kommen, die Brücke nehmen, so, das wollte ich sagen. Okay. Wo haben wir die letzten zwei Kisten? Okay, unsere Minimap leuchtet auf einmal. Wir müssen also nah dran sein, ja. Da haben wir das nächste Paket.
Sehr schön. So, und nun heißt es, das letzte zu finden. Schauen wir mal. Gucken wir mal erstmal von hier oben. Vielleicht sehen wir ja was. Ah, leider nicht. Okay, also suchen wir weiter. Hier oben ist nichts. Aber da hinten ist eine Münze, sehe ich. Gut, wenn ich so schon nichts finde, dann hole ich mir wenigstens die Münze. Wobei ich mich immer noch frage, wie ich da denn hier zurückkomme. Ah, so. Und hat sich gerade auf meinem kleinen Radar was getan? Habe ich das richtig gesehen? Nee, hat sich nicht. Ich hab gedacht, da wäre das Radar kurzzeitig kleiner geworden. Aber hier wird's kleiner. Und durch Zufall springe ich direkt vor die Kiste. Sehr schön. So, da hätten wir das auch abgeschlossen. Und es ist Abend. Nun spielen wir Kieber. Verkable die Trümmer. Reparatur. Okay. Schnell, das ist doch genau Kiebers Metier. Oder Metier. So, wo muss ich denn hin? Hier ist ein See. Hä? Ah, hier, okay, nun raff ich's. Oha, das wird aber hart, wenn man hier nur so ein paar Sekunden dazu gewinnt. Aber wie ich schon sagte, das ist ja genau Kiebers Milieu hier. Nicht da lang, da lang. Was da? Na, das Fassen lasse ich jetzt mal eben. Hey, nein, nicht da hoch. Ah, das sind viele Sekunden gerade bei mir hops gegangen. Und hier ist auch schon das Ziel, wie es scheint. Und das nächste Quest, Rennquest. Das scheint schon ein klein wenig mehr in sich zu haben. Nein, wieso schlittert der denn nicht da lang? Verdammt, da wird mir jetzt viel, viel Zeit bei Flöten gehen. Jetzt macht das. Nein, 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 nein! Oh Gott! Die Steuerung, ey, das ist ja manchmal katastrophal. Da lang. Zum Heulen. Ja, jetzt hänge ich hier in der Luft fest. Muss hier eine riesige Wand hochlaufen. Hab nicht mehr viel Zeit. Und muss ich da. Und da ist wieder das Ziel. Okay, das scheint es auch schon wieder gewesen zu sein. Nun ist wieder Tag oder Morgen. Und nun beginnt Nejis Mission. Finde die vermissten Arbeiter. Okay. うちの作業班から何人かいないんだ. Sagst du noch, 手伝ってく れ ないか? 待っててもしょうがない. Natürlich machen wir das. Denke daran, du kannst das Biokogramm nutzen, um versteckte Gegenstände zu finden. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Natürlich setzen wir jetzt Biokogramm ein, weil anders haben wir wahrscheinlich gar keine Möglichkeit, diese Leute zu finden. Jetzt frage ich mich nur, warum sind die vermisst? Sind die abgehauen? Sind die entführt? Sind die einfach nur faul? Warum sind diese Arbeiter vermisst? Okay, das war uncool. Das war noch uncooler von mir. Also muss ich irgendwie hier über den Brück, über den Fluss kommen, bevor ich weitermache. Kann ich hier rüberlaufen? Ja. Wieso plumpsen die jedes Mal noch rein, wenn man immer schon drüben ist? Das verstehe ich nicht so ganz.
So, nun muss ich natürlich den kompletten Weg dahin laufen hier. Vor allem finde ich es jetzt interessant, dass mir das Ding auf einmal in die andere Richtung zeigt. Jetzt zeigt es auf einmal... Hä? Jetzt zeigt es auf einmal auf die andere Seite des Flusses? Was geht denn hier ab? Eben hat es doch genau hier hingezeigt. Lösen wir das Jutsu mal kurz auf. Ist hier irgendwo etwas, wo derjenige in der Mitte sein könnte? Da hinten, da in der Mitte, da ist eine kleine Insel. Ist der vielleicht da drauf? Wie komme ich denn da hin? Ich nehme mal an, hier durch. Und dann hier. Ha! Ja, da haben wir die ersten Arbeiter scheinbar gefunden. Okay, das waren diese. Hier ist ein kleiner Schrein. Und nun muss ich da oben wieder hoch. Das heißt, ich muss zurück. Schaffe ich von hier aus einen Jump darüber? Schauen wir mal, ist Neji so? Na, so auf jeden Fall nicht, wenn er sich bei einem Stein verstolpert. Oh, leider nicht. Oh, verdammt. Da hat er nicht mehr bremsen können. Da wollte ich ja eigentlich runter. Dann einfach... Huh? Was zur... Okay. So, nochmal. Biakugan. So, wir sollen nun eigentlich dahin. Also, fetzen wir. So, hierhin. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh, ich wäre auch gerne so ein Ninja, der mal eben ohne Probleme mit ein klein wenig Anlauf, keine Ahnung, 20 Meter weit springt. Da würde ich bei Olympia ganz schön eine verdammt gute Figur machen. Das hätte schon was. Hier ist noch eine Münze. Okay, weiter geht's. Links, geradeaus. Und hier, da sollen sie sein, da waren sie. Tja, schon viel zu spät, würde ich sagen. Und das nächste, Biakugan. Ja, sie wissen jetzt, dass sie zu spät sind. In Bewegung setzen tun sie sich trotzdem nicht. Okay. Und weiter geht's zu den nächsten Faulpelzen. Okay. Hier? Heißt das etwa, die sind hier beim Hokage? Gibt's denn sowas? Der Hokage unterstützt das auch noch. Nee, da kommt man nicht hoch. Das Rohr unterbricht einen. Gibt's hier irgendwo eine Möglichkeit, wo die hier sein könnten? Tatsache, hier vorne. Einmal durch die Gruppe geschlittert. Und da haben wir es auch schon wieder. Vormittag, Nachmittag, irgendwie so. Lady Tsunade hat dich zu einem Besuch auf dem Dach ihres Hauses eingeladen. Gut, dann werden wir ihr doch mal einen Besuch abstatten. So, wo ist der Eingang? Da ist er.